Wir sind Silvi und Lea, unterwegs mit unserer Bali-Hündin Selma im selbst ausgebauten Campervan. Nach 2,5 Monaten in Portugal sind wir nun in Spanien unterwegs. Diese Woche sind wir wieder an wesentlich ruhigeren Orten und überqueren sogar eine Landesgrenze. Wir hoffen, mit diesem Vlog einen kleinen positiven Moment in diese dunkle Zeit zu bringen. Wir haben jetzt insgesamt 3 Nächte hier in Tarifa verbracht, wollten ursprünglich nur eine bleiben und haben dann witzigerweise hier auf diesem Parkplatz die Neulandpioniere getroffen, die auch einen YouTube-Kanal haben. Wahrscheinlich kennt ihr die schon. Wir haben auch schon mal vorher so ein bisschen geschrieben und haben uns dann tatsächlich hier zufällig getroffen. Und falls ihr die nicht kennt, verlinken wir die hier natürlich einmal. Genau, und wir hatten 3 echt super nette Abende, haben gute Gespräche gehabt, auch ein bisschen was getrunken und ja, war einfach deutlich länger wach geblieben, als wir das gewohnt sind. Ja, sonst gehen wir auf jeden Fall deutlich früher ins Bett. Genau, aber heute fahren wir trotzdem weiter Richtung Gibraltar und sagen jetzt eben noch Tschüss. Genau, jetzt verabschieden wir uns noch. Extrem sind wir dabei. Extrem unterwegs. Wo die Pfeile. Ja, gut. Ja, cool. Wir wollten Gibraltar fast schon skippen, weil wir gesehen haben oder gelesen haben, dass wir mit einem Hund es nicht zu empfehlen ist, den Berg hoch zu gehen. Und wegen den Affen, die es hier gibt. Übrigens die einzige Wildpopulation von Affen in Europa. Und die Seilbahn kostet 40 Euro pro Person. Das ist natürlich nicht unsere Preisklasse für so eine Transportart. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass jetzt beim Reinfahren der Rock von Gibraltar, also der Berg, wirklich unglaublich beeindruckend schon aussieht. Es hat sich jetzt schon gelohnt, nur hier einmal reinzufahren. Es ist echt, also echt wunderschön. Noch eine kleine Information, die wir gestern aufgeschnappt haben. Gibraltar wollte unbedingt den eigenen Flughafen haben, aber da die Insel so klein ist, ist der mitten auf den Übergang zur Insel gebaut. Also man fährt mit dem Auto über die Landebahn oder die Startbahn, wie man es nimmt. Das ist echt ein witziges Gefühl. Und wenn ein Flugzeug fliegt, dann kann man halt eben in dem Moment, werden die Schranken runtergelassen. Wartet an der roten Ampel. Wie sonst bei einem Zug, ne? Super witzig. Der Parkplatz ist auf jeden Fall super stressig, wenn es zu voll ist, weil wir hier durch diese ganzen engen, ja, Gassen, keine Ahnung. Das ist halt eher so gedacht für PKWs, ganz normal. Also ja, mit dem Bus hat man hier auf jeden Fall echt ein Problem. Ich bin gerade schon links, rechts hatte ich noch 2-3 Zentimeter Platz. Und von der Länge wollen wir gar nicht erst reden. Da gucke ich an jedem Parkplatz einen 1/2 Meter raus. So, das Bezahlen war super easy. Ich habe jetzt aber für 3 Stunden 3,60 € gezahlt. Keine Ahnung, wie viel das ist. Das ist aber fair. Ich glaube, der Wechselkurs ist nicht so groß. Ja, ist schon jetzt nicht günstig, aber ich habe es mir irgendwie teurer vorgestellt. Ja, passt. Alles cool. Jetzt haben wir jetzt zum ersten Mal was in Pfund gezahlt. Ja, mit Karte. Ja, wir wollten jetzt eigentlich gerade hier in den Botanischen Garten von Gibraltar, aber hier sind Hunde verboten. Machen wir jetzt? Das ist eine sehr gute Frage, weil das wäre auch der Weg gewesen, der so ein bisschen dann an zu dem Berg führt. Ich schau mal, was die Map sonst sagt. Das macht es ja schon mal ein bisschen unsympathisch hier. Schon, ja. Ich habe hier einen Weg gefunden zu irgendwas, was Teil des... Okay, wir müssen hier hoch auf die Straße und dann gehen wir zum Mad Steps.
unschlüssig, wie weit wir gehen sollen, ne? Ja, voll. Also wenn es nach uns ginge, würden wir auf jeden Fall einmal den Berg erklimmen, aber wir wollen da nicht selber nicht in Gefahr bringen, was so Affen angeht. Und ich finde die eh schon sehr schwer einzuschätzen. Ja. Auch in anderen Ländern, wo wir waren. Deswegen gehe ich jetzt immer vor, gucke und wenn die Luft rein ist, kommt Lea nach mit Selma. Ja, wir gehen einfach nur ein paar Minuten noch weiter und dann drehen wir auch wieder um. Genau. Selmi ist eh nicht so fit und es ist super warm. Ja. Super anstrengend, weil es die ganze Zeit bergauf geht. Also hier sieht man es jetzt gerade nicht so gut, aber... Ja doch, wir sind halt unten gestartet, wo die Gebäude ungefähr stehen. Ja, ist schon eine Strecke, ne? Wir sind jetzt an dem Aussichtspunkt angekommen, zu dem wir wollten. Und wenn wir jetzt noch weiter hochgehen würden, hätten wir 13 Pfund pro Person zahlen müssen. Das wäre dann halt für den oberen Berg ein Schloss und noch irgendwas gewesen. Eins wird in die Caves, genau, da gibt es ein paar Caves, in die man dann besuchen kann. Ja. Aber also, da wir da ja wegen Selma, dank Selma. Da wir da müssen wir nicht, Selma. Dank Selma müssen wir nicht hoch. Genau. So kann man es auch sehen. Ja. Nee, wir werden das jetzt nicht machen. Wir werden jetzt hier ein bisschen sitzen und dann gehen wir den ganzen Weg wieder runter. Die Aussicht von hier oben ist auf jeden Fall auch schon ganz schön. Ja, unglaublich. Ich glaube, es wäre schon geil, auch ganz hoch zu laufen. Und da war auch ein Schild, dass man mit Hunden hochgehen könnte. Man müsste halt ein bisschen aufpassen. Aber wir wollen es irgendwie nicht riskieren und haben eh nicht so wahnsinnig viel Zeit. Wir haben uns ja auch nur für 3 Stunden bezahlt. Ne? Ja. Von daher passt das. Let me try. Ja, wir machen jetzt kurz noch eine Pause hier, werden dann noch tanken, weil man kann hier wohl mega günstig kurz vor Gibraltar tanken. Was haben wir da gesehen? 1,29 und die Tage war es 1,24. Also das ist ja wirklich unvorstellbar aktuell. Ja. Deswegen, da tanken wir voll. Und dann gehen wir noch schnell einkaufen und dann fahren wir zu unserem Stellplatz für heute Nacht. Wie ist der Ort nochmal? Keine Ahnung, es ist einfach am Strand, ein Stellplatz, Park for Night. Jetzt stehen wir hier gerade am Grenzübergang nach Spanien und es bewegt sich kaum ein Auto vorwärts. Also das ist jetzt gerade ein bisschen nervig, oder? Ja, damit haben wir auf jeden Fall mal nicht gerechnet, weil das Reinkommen ging voll schnell. So, wir sind angekommen an unserem Stellplatz, der uns auch empfohlen wurde und der war jetzt nur eine halbe Stunde von Gibraltar entfernt und es ist schon wieder mega schön, auch ziemlich voll, also es waren doch schon einige Wohnmobile auch hier auf den anderen Plätzen, aber ja, ich glaube, das ist in Spanien einfach so, ich meine, das Coole ist auch einfach, dass man es hier kann, dass man so nah am Meer stehen kann und ich zeige euch den Platz jetzt einmal, wenn wir hier nämlich aus dem Bus rausgehen. Haben wir direkt Zugang zum Meer. Voll schön. Hier ist auch so ein kleiner Weg, den wir runterlaufen können. Und dann sind wir schon unten am Wasser. Mega cool, halt auch einfach für Selma. Richtig, richtig geil. Hier sind super viele andere Hunde, die hier rumlaufen. Und ja, hier brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dass hier irgendwas passiert oder Autos zu schnell fahren oder so. Ich glaube, wir beide sind ganz schön K.O. von dem Tag, ist irgendwie doch schon ganz schön anstrengend. Und wir machen jetzt nur noch was zu essen und ja, lassen den Tag so ganz entspannt ausklingen. Ich wollte noch mal so ein Fazit machen wegen unserem Ausflug nach Gibraltar. Ich fand es ziemlich cool. Der Grenzübergang war echt entspannt und das Stück den Berg hoch war auch echt schön. Die Aussicht war cool, Marokko und Tunesien sehen zu können. Und hätten wir jetzt Selma nicht dabei gehabt oder hätten einfach einen Hund, den man im Auto lassen kann, wären wir definitiv auch ganz nach oben gegangen. Die Seilbahn wäre uns viel zu teuer. Aber das Stück hochzugehen hätten wir auf jeden Fall gemacht. Ich glaube, die Aussicht ist richtig, richtig geil. Und es gibt auch so unterirdische Gänge, Höhlen. Mhm. Irgendwie sowas hatten wir mitbekommen. Also ich glaube schon, dass es auf jeden Fall sich lohnt. Aber genau, wir
sind halt... Es ist schon total surreal, dass man innerhalb Europas, so aus Spanien, auf einmal eine Grenze überschreitet, wo dann auch auf einmal Pfund ist und so. Und bei Grenzübertritt fährt man ja auch noch über die Landebahn vom Flughafen. Das ist schon echt irgendwie eine Erfahrung wert, gerade wenn man selber fährt. Ja, echt witzig. Ich fand's auch witzig. Ja. Also, wenn ihr in der Nähe seid, fahrt vorbei. Kann man auf jeden Fall mal machen, ja. Da macht sich gerade jemand fertig, um ins Wasser zu gehen für eine schöne Abkühlung. Wir leiden mal wieder unter Wassermangel und deswegen muss die Dusche im Meer stattfinden. Sibyl ist super unmotiviert und hat gar keinen Bock. Es windet und es ist nicht mehr so warm. Ja, verstehe ich. Und ich friere schnell. Okay, jetzt mach die Kamera aus, damit ich mich umziehen kann. Es war schon kälter, oder? Es war aber nicht das kälteste Mal. Nee, auf keinen Fall. Es war schon wesentlich schlimmer. Aber es ist extrem salzig hier, das Wasser, ne? Ja. Ich habe wie immer gekonnt meine Augen unter Wasser aufgemacht. Es brennt auch etwas. Aber es war erfrischend. Und wir müssen jetzt gleich mal, wenn es nicht mehr so windig ist, die Drohne steigen lassen. Man sieht von hier aus unglaublich krass den Rock von Gibraltar. Geil. Mega nice. Hier an unserem neuen Platz. Ich bin dann heute Morgen irgendwie so gegen 7:30 aufgewacht und habe rausgeguckt und habe dann einfach einen mega schönen Sonnenaufgang gesehen und habe dann erstmal verzweifelt unsere Kameraakkus gesucht, die ich erst nicht gefunden habe. Ich habe mich erst ein bisschen aufgeregt und Silvio etwas unsanft geweckt und dann habe ich den vierten aber tatsächlich gefunden, der zum Glück noch voll war. Alle anderen waren leer. Und konnte wenigstens ein bisschen was filmen. Sah nämlich echt richtig krass aus. Und ich musste ja nur hier die Tür aufmachen vom Bus und die Kamera rausstellen. Ja, Silvio ist ein bisschen müde. Der hat nämlich noch bis 2:30 einen Film geguckt. Und konnte nicht aufhören. Und ich habe, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin um 10 eingeschlafen. Ich war so erschöpft irgendwie von dem Tag gestern. Dann war ich natürlich, ich weiß auch nicht, wesentlich früher war als er. Und ja, ich muss gleich noch ein bisschen was am Computer machen. Und ansonsten haben wir eigentlich nicht wirklich viele Pläne. Vielleicht gehen wir eine schöne Runde spazieren. Ich habe da eben, gestern habe ich da zwei so Schilder gesehen, dass es hier irgendwie so Wanderrouten auch gibt, die hier so lang laufen. Und eine ist wohl irgendwie am Strand entlang. Das wäre ja ganz cool. Aber wir haben uns eben dazu entschieden, dass wir auf jeden Fall noch eine Nacht hier bleiben und nicht direkt weiterfahren. Weil, ja, wir waren jetzt irgendwie die letzte Zeit schon relativ schnell unterwegs und irgendwie ist ja doch anstrengend, auch jeden Tag zu fahren. Ja, deswegen auf jeden Fall noch bis morgen. Und dann müssen wir noch entscheiden, wo es dann hingeht. Einfach so schön, wenn wir Sammy hier ja, einfach die Tür aufmachen können vom Bus und dann läuft sie raus und ja, dann kann sie am ganzen Strand rumtoben, mit anderen Hunden spielen. Ja, besser kann es eigentlich nicht sein. Boah, mir ist gerade ein übelst großer Stein vom Herzen gefallen. Ich habe nämlich seit 2 Tagen meine deutsche SIM-Karte vermisst. Immer wenn wir in einem anderen Land sind, wechseln wir die Karte aus meinem Handy. Und ich brauche die halt immer nur für mein Online-Banking. Und dann, ja, vor 2 Tagen habe ich sie
benutzen wollen und habe sie einfach nicht mehr gefunden. Und das war jetzt so ein Nervenkrieg die ganze Zeit, weil was macht man dann? Du musst ja dann quasi nach Deutschland, um dann zur Sparkasse zu gehen, also ich bin bei der Sparkasse, um dann dein Online-Banking auf eine andere Nummer registrieren zu lassen. Also man muss es persönlich machen, denke ich zumindest. Wenn irgendeiner eine andere Idee hat, dann bitte her damit. Und dreimal dürft ihr raten, wo die Karte sich dann befunden hat. Wir haben den ganzen Bus auseinandergenommen. So eine Karte ist ja mittlerweile so eine winzig Mikrokarte. Ja. Ich dachte, wir hätten sie irgendwo versteckt, aber nein. Lea hat sie einfach in ihre, wir haben jeder eine Jacke mit oder was? Und in eine der Jackentaschen hat Lea die SIM-Karte einfach in die Seitentasche reingelegt. Boah, ja, ey, und wir sind da nicht drauf gekommen, ne? Fahrlässig. Überall gesucht. Ich dachte schon, ich hätte die vorne aufs Armaturenbrett gelegt oder so, was auch schon krass gewesen wäre. Und dass sie dann da verschwunden ist. Lea hat übrigens gesagt, sie hat ihre Lektion hier raus gelernt. Boah, ja. Und ist jetzt sehr organisiert und ordentlich. Ich bin ganz gespannt. Ja, wir müssen gestehen, oder ich muss gestehen, Silvio ist von uns der organisierte Part, der ordentliche Part. Also nicht was Ordnung halten angeht, aber was Sachen, die wichtig sind, an ihren Platz zu räumen, würde ich sagen, oder? Ich weiß immer, wo alles ist, was wichtig ist, auf jeden Fall. Ich nicht. Ich behaupten. Nee, aber ab jetzt ändert sich definitiv alles, ich verspreche es. Boah, das war echt... Ich bin so unglaublich erleichtert gerade. Heute ist Leas Tag, hat sie schon gesagt. Heute ist bei uns richtig Sonntagsstimmung. Ich glaube, der Ausflug nach Gibraltar hat doch seine Spuren hinterlassen. War doch schon irgendwie anstrengend. Wir haben heute den ganzen Berg da hochgelatscht. Den ganzen halben Berg. wir haben heute kaum den Bus um den Umkreis unseres Busses verlassen. Wir waren halt mit Selma am Strand, aber ansonsten haben wir eigentlich kaum was gemacht. Wir haben kurz Sport gemacht. Okay, immerhin. Und jetzt gibt es nur noch Abendessen und morgen soll es dann nach Ronda gehen. Wir wollen uns ein bisschen das Inland von Spanien anschauen und sind da sehr gespannt. Vor allem wird es wahrscheinlich sehr kurvig und bergig. Naja, was gibt's heute eigentlich zu essen, Lea? Ich mache vegane Bollo. Wir haben das vegane Hack im Lidl gefunden und ja, das mache ich jetzt. Voll geil, essen wir eigentlich ziemlich gerne. Boah, wir sind hier heute Nacht von einem ziemlich fetten Sturm irgendwie aufgeweckt worden. Es hat übelst geregnet, es ist total windig. Jetzt ist es gerade schon wieder ein bisschen angenehmer, aber wir haben schon überlegt, der ganze Weg, über den wir hier hingekommen sind, ist auf jeden Fall aus Sand. Und es wäre schon ganz schön, wenn wir hier auch wieder wegkommen. Aber es ist überall gerade so ein Wetter. Also es soll auch nicht so warm werden heute. Wir hatten echt Glück jetzt die letzten Tage oder Wochen. Aber ja, wir packen jetzt gerade schon zusammen. Also sind gerade aufgestanden, packen jetzt einfach nur noch zusammen. Wir müssen jetzt Selma noch eben einsammeln, die ist gerade draußen. Und dann fahren wir auch schon weiter, oder? Ja, würde ich auch sagen. Fluchtmodus. Aber, Lea hat auch gerade schon gesagt, fällt einem erst auf, wie schön das Wetter die ganze Zeit ist, wenn es dann mal wieder regnet, weil wir hatten keinen Regen mehr seit Wochen. Zwei Wochen oder ja, so. Ne? Ehrlich. Oder, nee, länger wahrscheinlich. Ja. Also in Portugal hat es echt auch kaum geregnet. Aber naja, wir fahren jetzt erstmal hier raus und dann trinken wir auch erst unseren Kaffee. Genau. Und jetzt erstmal Sammy suchen. Yes. Sammy! Wir haben jetzt gerade mal einen kleinen Coffee Break gemacht und die Aussicht hier ist gar nicht mal so schlecht. Mega schön. Auch der ganze Weg hier hoch war echt irgendwie, ja, man sieht voll viele Dörfer, die irgendwie in den Bergen drin sind und ja, ganz viel Grün und die Landschaft ist auf jeden Fall ziemlich sehenswert. Ich habe heute schon gesagt, den fünften Gang werden wir heute nicht allzu häufig gebrauchen. Ja, ich zeige euch mal die Aussicht, die wir hier haben. Es ist zwar gerade hier alles in Wolken eingehüllt, aber die Kulisse ist gar nicht mal so übel, oder? So könnte ich mir das mit dem Kaffee eigentlich jeden Morgen vorstellen.
Ich habe gerade am Straßensand so einen kleinen Plastikkorb gesehen, der A, perfekt in unsere Küche passt, weil einer von uns kaputt gegangen ist, und B, holt man damit Plastik aus der Natur. Das ist doch eine eindeutige Win-Win-Situation, oder? Auch wenn ich jetzt nochmal kurz umdrehen muss, weil ich nicht anhalten konnte. Ich haben wir immer noch Plastik aus der Natur geholt, oder? Da ist er! Genauso einer ist uns kaputt gegangen. So, wir sind angekommen an unserer Wasserquelle, hoffentlich. Silvio geht jetzt mal gucken mit einem Kanister, ob da auch Wasser rauskommt. Yes, er macht einen Daumen nach oben. Sieht gut aus. So, wir sind unterwegs zum Aussichtspunkt und Silvio ist gerade schon mal ausgestiegen, weil wir gerade so einen ziemlich sketchy Berg hochgefahren sind, wo gerade so ein anderes holländisches Pärchen echt Probleme hatte, wieder hochzukommen. Die sind immer noch nicht. Deswegen haben wir den Bus gerade einmal abgestellt und gehen jetzt zu Fuß weiter. Und ich glaube, man sieht es schon, oder? Da ist es. Sieht auf jeden Fall schon von hier aus ziemlich cool aus, weil da einfach so riesen Felsen sind. Und ja. Ja, sieht gar nicht so schlimm aus, aber vor uns ist gerade so ein älteres holländisches Pärchen hier echt mit quietschenden Reifen hochgefahren. Wir fahren jetzt zu einem Stellplatz, den wir gerade ausgesucht haben, und haben irgendwie gerade darüber gesprochen, dass ich irgendwie gesagt habe, dass ich es schade finde, dass wir irgendwie jetzt ganz kurz nur in Ronda waren, uns die Brücke angeschaut haben und dann direkt wieder gegangen sind, weil ich auch gelesen hatte, dass der Ort an sich total schön sein soll und man kann auch in der Umgebung da wandern. Und ja, irgendwie war ich dann kurz so ein bisschen enttäuscht und dachte, dass ich es irgendwie bereue, dass wir eben nicht länger da geblieben sind. Aber wir waren dann irgendwie auch so gestresst wegen der Situation mit dem Bus und hatten ein bisschen Sorge, dass wir nicht mehr hochkommen. Und irgendwie war der Ort auch relativ voll. Und dann hatten wir eigentlich auch gar keine Lust. Aber ja, irgendwie war gerade so mein Gedanke, dass ich die Sorge hatte, irgendwas zu verpassen. Aber was eigentlich ja total blöd ist, weil man muss halt auch nicht alles sehen. Und eigentlich war uns auch gar nicht danach, eben länger da zu bleiben, aber irgendwie waren das gerade so gemischte Gefühle, dass ich irgendwie so kurz dachte, Mist, wären wir doch da geblieben. Aber jetzt haben wir uns dazu entschieden, weiterzufahren, und ich denke, das ist auch gut so, und dann können wir gleich schön entspannt irgendwie was zu essen machen und morgen da vielleicht auch in der Gegend ein bisschen spazieren gehen. Und ja, das nur kurz zum Thema Dinge nicht zu sehen oder zu verpassen oder